Muss ich denn nochmal laufen? Jetzt bleibt die Tür auch auf. Sehr schön. Die steht. Vermute ich mal. Ja, den haben wir vorhin auch bellen hören. Also als ich hier offline rumlief. Er hat doch noch was rausgefunden. Na, mal gucken, ob uns das weiterbringt. 0427. So, und dann werde ich gleich mal... Wo haben wir den Hammer hingelegt? Da nicht. Da. Ich vermute mal, den brauche ich jetzt. Dann bin ich doch noch da oben reingekommen. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert. Der ist schon nicht mehr in Einzelteile. So. Ah. 4, 2. Ach, da ist noch so eine Figur drin. Okay. Kann ja immer nur einen mitnehmen. Da haben wir schon so eine. Stell dich die daneben. Jetzt müssen wir hier irgendwie... Das ist aber... Das ist ein Fenster. Was war das? Der Projektor steht. Ich bin begeistert. Ah. Eine Spieluhr. Die wartet da ja schon auf uns. Aber der Text dazu fehlt. Eine wunderschöne Spieluhr. Ja, ich kann hier aber nichts weiter machen. Ich hab den Text vergessen. Warum? Die Sachen nehmen wir aber wieder mit da hinten. Ich mühle das alles voll. Eine wunderschöne Spieluhr. Der hört doch gar nicht auf, ne? Der ist wohl ein bisschen verbockt. So, dann haben wir hier einen Malzschlüssel. Den kann ich da noch hin tun. Und das Ding nehme ich auch noch mit. Kann ich hier drauf hauen? So. War das hier alles noch zu was nütze? 5 von 20. Ja, aber keine Angst. Das geht ganz bestimmt nicht so weit. Ich hätte jetzt auch aufgegeben, wenn ich das jetzt nicht gefunden hätte. Wir gehen mal jetzt weiter. Ach so, brauche ich ja gar nicht. Stopp, 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 stopp. Wir haben ja hier was. Guckt mal hier. Ah. Brimcliff Mines, Pineville Harbor. Ja, jetzt geht die Tür auf. Und einen Türgriff gibt's auch. Und wir gehen ins helle Licht. Oh, und wir gehen ins dunkle Licht, das lädt. Das war richtig. Das war nix. Das ist weg. Ah, wir müssen die richtigen Dinge fotografieren. Das hier? Hm.
Scheint ja dann in Ordnung zu sein. Mal gucken, was in diesem Raum ist. Das ist die Küche. Eine Geburtstagstorte. Aha. Ja, alle Kerzen gleichzeitig ausgepustet. Aha. Hau ab, Fliege. Nicht auf meine Nase. Müssen wir das in der richtigen Reihenfolge machen? Das nicht so ganz. Kann ich jetzt hier zurück? Ja. Und nun? Habe ich das jetzt richtig oder falsch gemacht? Ist ja nun mein erstes Mal. Also ich habe das noch gar nicht gemacht. Damit rumgelaufen. Und fotografiert. Mach bitte schneller. So, how was it in there? I can see from the evidence you gathered that the memory showed strong emotional readings that point to a pleasant memory. Ach so? Then again, even happy memories can be locked away for good reason sometimes. There are at least two areas close by that hold memory fragments. These should lead us to more core memories, and hopefully the artifact. From my notes, it seems that you'll need to follow the river further up the valley. And see what we can access there. We best get to move on. Mm-hmm. War das nur richtig oder nicht? Ich weiß das nicht. Ich kann da mal wieder zurückkehren, aber mehr wie das fotografieren konnte ich ja nicht. Wir werden mal diesem Pfad folgen. Mal gucken, was passiert. Diesen hier. Boote sind jetzt weg. Hier geht's ja noch weiter. Hier liegen ein paar alte Kisten und Kästen. We used to sail model boats down here. Mm-hmm. Modellboote segeln lassen. Da geht's in die Mine. Was haben wir denn hier? Ein Buch? Im heutigen Workshop hat man uns gebeten, beim Malen eine Erfahrung aus dem eigenen Leben als Inspiration zu nutzen. Zuerst fiel es mir schwer, eine solche zu finden, und ich versuchte, an meine Zeit in Amerika zu denken, aber meine Gedanken kehrten immer wieder nach Pinwheel zurück. Schließlich gab ich auf und entschloss mich dazu, ein Ereignis zu malen, das dort in den 60ern geschehen war. Etwas, was für mich und den Rest des Dorfes traumatisch war. Die Minen waren in meiner Erinnerung dunkel und klaustrophobisch, und die Männer, die dort gefangen waren, waren hilflos, als das Wasser durch die Wände kam. Ich wünschte, ich könnte mich an ihren Namen erinnern. Ich hoffe, dass das Gemälde, das ich heute gemalt habe, ihnen gerecht wird. Meine Lehrerin sagte, dass ich sehr gut sei. Nur ein wenig zu düster für sie. Das ist dieses Bergwerksunglück oder eine Anspielung darauf. Hier geht's weiter. Da ist aber noch zu. Hier komme ich nicht weiter, da ist eine Staffel. Jetzt müssten wir wenigstens nicht den ganzen Weg da. Hier ist ein Buch.
Eintracht 10 von 10. Dr. Edmonds bat mich, hier während meiner Therapiesitzung weiterzuschreiben und nicht zu Hause, weil ich das dort oft nicht gemacht habe. Ich sagte ihr, dass ich das nicht länger machen will. Aber sie bestand darauf, weil es mir helfen würde, Dinge zu erinnern. Aha. Ich möchte nur malen und nicht schreiben. Farben machen alles klarer. Sie machen alles für mich klarer. Heute werde ich den Blick aus diesem Zimmer malen. Dr. Edmonds sagt, Jim wird mich heute abholen und zurück ins Pflegeheim bringen. Thomas. Also hier kommen wir erstmal nicht weiter. Da ist ein dickes Schloss vor. Und hier ist auch ein dickes Schloss vor. Das flimmert hier auch so komisch. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Pinwheel Village. Da kann ich wohl noch nicht hin. Aber ich habe hier eine Höhle gesehen. Vielleicht kann ich da rein. Ja. Eine Höhle mit einem Mineneingang oder was das sein soll. Da kommt man aber nicht sehr weit, wie man sieht. Oh, schön. Hier geht's also nicht weiter. Dann gucke ich mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles richtig gemacht habe. Ich schaue mal, ob man hier mit links klickt. Ja, da muss ich wohl irgendwas verkehrt gemacht haben. Bloß was? Da kann ich mich nur hinsetzen. Toll. Hier können wir anscheinend jederzeit wieder rein. Ich guck nochmal. Muss ich hier doch eine Reihenfolge beachten? Huch. Spiel? Okay. Scheiße. Ja, Kacke. Super, abgestürzt, würde ich sagen. Ich kann auch nicht speichern. Scheiße. Naja, bis gleich. So. Ich habe eine Vermutung. Ich habe hier einen Bug. Hallo Tür, nun geh doch auf. Was ist denn das hier? Jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Was soll das? Die Tür geht nicht auf. Ich habe einen Bug. Also Leute, tut mir leid. Aber ich habe hier noch einen Spielstand. Der ist vom 24.07. Das von heute, wo ich gestartet... Nee, heute ist doch der 25. Ich lade den mal. Dann gucken wir mal, wie weit wir sind. Ach, der ist von kurz davor vielleicht. Na, mal gucken. Vielleicht klappt es jetzt noch. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal probiert. Wenn ich da drinnen fotografiere, habe ich einen weißen Bildschirm. Und ich werde das ganze Spiel jetzt nicht... Es ist zum Verrückt werden. Was liegt denn da drunter? Ach, das ist ein Kabel. Ich kann da nicht mehr rein in den Raum. Ich komme jetzt auch nicht mehr weiter. Denn hier komme ich ja auch nicht weiter. Hier ist zu. Hier ist nur Wasser. Hier geht's auch nicht weiter. Augenscheinlich.
Also hat sich das erledigt. Ich fange das jetzt nicht nochmal von vorne an. Also, wenn es jetzt keine weiteren Folgen gibt, wenn das jetzt hier die letzte ist, dann tut es mir leid. I love the sound of the river. Ja, schön. Ach, man kann hier drinnen rumlaufen. Dann laufe ich mal hier drinnen rum. Ich laufe den River lang. Das kann doch nicht richtig sein. Nee. Hier ist eine Treppe, hier kann ich hoch, ja. Hier komme ich rein. Aha. The area of the mine that you've just entered seems to be outputting a variety of important memories. Da kann man jetzt sehr gut lesen, ne? Tut mir leid. It's often the patient's short-term memory that begins to falter first. We can use older memories as a seed to help rebuild and validate our patient's life story. The artifact should also help us to avoid another relapse, whilst allowing us to target the amyloid plaques that cause our patient's brain cells to die in the first place. Ist sie jetzt fertig? Danke. Bin ein bisschen genervt. Ja, die habe ich schon gesehen. Ich habe auch noch eine andere gesehen. Sie sah vom Marktplatz aus, wie er in sich zusammenfiel. Ihre Ohren klingelten wegen des Lärms. Der Victory-Chef kippte und fiel zusammen wie ein Kartenhaus im Windzug. Dicker schwarzer Rauch stieg empor. Sie sagte mir, dass in diesem Moment starr vor Angst gewesen sei. Der Victory-Chef war gefallen und ein schwerer Unfall ereignete sich in der Mine. Für einen Euadem mit dem Unfall, das kennen wir ja. Hier kommen wir aber überall nicht weiter. Ich will mal was gucken. Naja, okay. Wir haben jetzt hier... Das beruhigt mich ja ein bisschen. Oh, hier sind so viele Rätsel. C7. Druckkontrolle. Hier muss man garantiert was einstellen. Und die Information bekommen wir irgendwo. Wir sammeln erstmal das Fragment ein hier. Responsibility, but I have given you every resource imaginable to complete this restoration. Just remember that all of this funding is lost if you don't do your job effectively and find that artifact. Hier ist auch was. Hier brauchen wir eine Nummer. Hier haben wir den Druck. Mitte, Mitte, unten, oben, oben. Das kriegen wir hin. Hier geht's auch noch weiter runter. War Training? Oh, hier kann ich mich verlaufen. Puh. Da ist nichts drin. Hier brauche ich eine Codenummer. Brimcliff Mine erhält neuen Besitzer. Das wankende Unternehmen der Brimcliff Mine Mining Kooperative hat, oh Gott, eine Übernahme durch die Kinkerenz für 1,3 Millionen Pfund zugestimmt. Brimcliff, ich tut mir leid, gab an diese, dass ihre Konkurrenz die Cornish Mining Co. angeboten hätte, das in finanzielle Nöte geratene Unternehmen zu kaufen. Mit dem Ankauf sind nun auch alle Aktien und Investitionen des Unternehmens an den neuen Besitzer übergegangen, inklusive der Brimcliff Zinnmine. Mhm. 6. Da stehen auch irgendwie 4. Da sollte ich noch nicht drücken. Das ist rot. Das sind Lämpchen. Wo waren das jetzt? Da war das. Mitte? Mitte?
War dazu? Nur mal gucken. Wie ging's jetzt hier runter? Hier. No, I completely disagree. Nick B. Gefessen, Brimcliff Mine, was ist denn damit gemeint? Captain? Also das ist auf jeden Fall richtig eingestellt jetzt, würde ich sagen. Daten. 200, 200, 100, 300, 300. Hier geht ja auch noch was. Huch, hier liegt ein Projektor. Scheiße, hier fehlen mir überall die Codenummern. Hier 10, 12. Eine Taschenlampe. Davon haben wir wohl noch nicht genug. Wo kriege ich hier? Ist alles kaputt? Ach so. 10, 12. Das wird aber kein Code für so ein Ding sein. Ist irgendwas flammabel? Die müssen wir irgendwo anders rausbekommen. Wir haben ja schon zwei Codeschloss-Eingabemöglichkeiten bekommen. Hier stand auch keins drauf, ne? Nein. Bei 12. Ist wieder was zu lesen. Heute Bettwäsche waschen. Na toll. Mach ich morgen. Mach ich wirklich morgen. Hier ist noch so ein Ding. Wo geht's denn da noch hin? Meine Gotte, Güte, meine Gotte. Ich wollte meine Güte sagen und mein Gott gleichzeitig. It just doesn't make sense.